Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Fallout 76. Momentan befinden wir uns in Harper's Ferry und da hier ein starker Spieler herumläuft, vermute ich mal, dass hier auch starke Gegner sein werden, falls die nicht alle tot sind. Ja. Leuchtet der rot? Leuchtest du rot? Wieso? Jetzt nicht mehr. Hä? Ach du Scheiße, die haben viel zu viel Leben. Ja gut, wir... Nein. Hier laufe ich nicht rum. Nicht so lange dieser komische Spieler hier rumläuft. Der macht die Gegner ein bisschen zu heftig. Wir laufen weiter. Das lohnt sich kein Stück. Ist er da gerade reingelaufen? Na, jetzt habe ich sie ein bisschen aufgewühlt. Jetzt können sie dem Spieler hinterherjagen. Das ist doch eine schöne Geschichte, oder? Finde ich auch. Oh, Scheiße, er hat mich gesehen. Und ich habe keine Rüstung an. Ich bin dann mal weg. Das ist ungünstig, in der Nähe eines starken Spielers rumzulaufen. Bei denen könnte ich sicherlich töten, ne? Weil die Erfahrung von solchen Gegnern nehme ich gerne mit. Okay. Wieso ist der Typ explodiert? Ist das ein Skill von diesem Spieler vielleicht? Weil das war nicht der erste, der so explodiert ist. Das wird höchstwahrscheinlich noch eine Quest sein. Aber wir kommen später hier wieder. Harper's Ferry haben wir immerhin schon entdeckt. Von daher... Das ist ja kein Problem. Na gut. Gehen wir weiter. Hoffen wir, dass wir hier irgendwo noch eine Todeskralle oder so sehen, die wir plündern können. Ich sehe nix. Was ist das? Die Gebäude sind alle hier so interessant. Aber ich will die Quest beenden. Aber ich will auch die Gebäude erkunden. Außerdem brauchen wir eh eine Werkstatt. Kommt, Leute, wir brauchen eh eine Werkstatt. Gehen wir einfach mal hier rein. Cool. Halt. Da haben wir irgendwo ein Klemmbrett. Ich hab's genau gesehen. Da haben wir irgendwo ein Klemmbrett. Da. Jetzt bin ich weg. Das ist seltsam. Irgendwas muss hier drinne sein, was gut ist. Na, wenn hier jetzt wieder Leute rumlaufen, die extrem stark sind. Ja, das gehört immer noch zu Harper's Ferry. Ah, gut. Wir werden uns von Harper's Ferry definitiv distanzieren. Und die Powerrüstung mal rausholen. Ich habe mich in die Rüstung teleportiert. Ja, das gehört definitiv zu Harper's Ferry. Also wenn wir bei Harper's Ferry das nächste Mal sind. Dann sollten wir da auf jeden Fall vorbeischauen. Ich meine, wenn wir das nächste Mal uns einloggen. So. War gerade ein bisschen verwirrt von der Supermutantengruppe, die da rumläuft. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt gerade, wo ich diese Supermutantengruppe gesehen habe, nicht so sicher, ob das vielleicht normal ist, dieses Level in diesem Gebiet. Wir sollten uns gleich mal unsere Quests angucken und vielleicht mal ein paar ältere wieder angucken.
Das habe ich gehört. Was war das? Oh, guck mal. Ja, die sind schon auf meinem Level. Das sieht doch besser aus. Waren die nicht gerade alle noch am Leben? Was? Ihr habt sie auch alle gesehen, ne? Hä? Wieso sind die umgefallen? Hä? Meine Präsenz ist übermächtig, Freunde. Die Gegner fallen schon um, wenn sie mich sehen oder nicht sehen. Sie müssen nur meine Gegenwart spüren. Meine Lagerkiste? Ich fall nicht mehr drauf rein. Spiel. Nie wieder falle ich drauf rein. Wo ist das Radio? So, das nehmen wir mal alles mit. Hier können wir ein paar Gegenstände verwerten. Das ist ganz gut. Verwerte Vorkriegsgeld. Ja, easy going. Minigewehr. Dich behalten wir ja. Kampfgewehr, Stufe 30, 45. Das ist doch unsere Waffe, oder? Schaden 44. Nein, das ist unsere alte Waffe. Mittlerweile haben wir ja diese hier. Ich denke nicht, dass wir es schaffen, auf 164 Schaden zu kommen. Achso. Moment. Jetzt gibt es 29 Schaden. Das ist also wirklich unsere alte Waffe, das Kampfgewehr. Was eigentlich auch ganz cool war. Nur leider macht es halt keinen Schaden. Verwerten wir halt. Wir lassen mal eins da auf jeden Fall, ne? Man weiß ja nie. Und ich würde ehrlich gesagt gerne mal gucken, ob wir es vielleicht schaffen, hier irgendwo unsere Waffe zu reparieren. Müsste eigentlich gehen. Bin ich in der Powerrüstung drin? Nee. Warum kann ich hier nichts herstellen? Hä? Ich bin noch nicht in der Powerrüstung drin. Ah, hier geht's. Ach, weil ich die Powerrüstung nicht anhabe. Ist ja klar. Fallensteller, Radar, standhaft. Ich kann standhaft herstellen? Ach nee, das ist... Das habe ich dabei. Oh. Du bist beim Schleichen schwerer zu entdecken. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Naja, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber egal. Wir brauchen ja sowieso eine Waffenwerkbank zum Reparieren. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir hier nicht finden werden. Ah, Kacke. Ach, guck mal. Sogar einen Essensstand gibt's hier. Na, eine kleine Sniperstelle. Und ein Bett hier oben, damit man sich ausruhen kann in Sicherheit. Aber wir nehmen nur das Essen. Oh, Kampfgewehr. Essen mit. Na gut, aber wenn wir schon mal hier sind. Den ganzen Schrott abladen. Den brauchen wir nicht. Kampfscharfschützengewehr. Ah, das ist das Kampfgewehr. Ich sollte, wenn ich mir Waffen angucke, die andere Waffe weglegen, ganz ehrlich. Das verwirrt immer nur mit dem Schaden. 105? Oh
109. Ah, das ist A. Ah, dafür haben wir zumindest einen Aufsatz, der... mit Schalldämpfer. Ah, ich muss ich mir angucken. Das muss ich mir echt angucken. So habe ich so viele Waffen. Du gehst mal weg. Und dich lege ich erstmal weg. Und dich lege ich erstmal weg. So, jetzt kann ich zumindest schon mal Sachen tragen. Die Frage ist, warum wiege ich noch so viel? Ist das munitionstechnisch hier so das Problem bei mir? Ich habe auch viel zu viele Fusionskerne dabei. Schrotpatrone. Ah, ich habe eine Mini-Atombombe dabei. Ja, okay, das erklärt einiges schon. Die müssen wir auf jeden Fall loswerden. Leuchtfackel, Kryozelle, Injektormunition, Fusionszelle. Gut, die Mini-Atombombe schmeißen wir weg, obwohl die können wir auch einlagern. Momentan haben wir jetzt 800 Platz. Können wir erstmal schön bis zum geht nicht mehr ausgrenzen und dann können wir mal gucken. Okay, Notizen. Ist mir jetzt alles egal. Ich habe keinen Bock mehr so viel rumzuschleppen. Das Problem ist halt, dass da eine Notiz dabei ist, die wichtig ist für eine tägliche Quest. Deswegen ich die tägliche Quest nochmal machen musste. Aber ganz ehrlich. Dann mache ich lieber die tägliche Quest nochmal ganz von vorne. Hab dafür aber wieder Platz. So muss ich dann nicht wieder 10.000 Jahre lang suchen, bis ich irgendwas finde. Ja, jetzt geht doch alle. Was habe ich denn alles hier dabei? Alter Schwede. Es hört nicht mehr auf. Wie viel denn noch? Mein Daumen tut schon weh. Ah. Da habe ich auch noch eine Menge Sachen. Aber ich denke mal, das ist überschaubar. Das Eisenerz können wir wegmachen. Bunkerkarte, Alpha, Beta. Kupfererz kann weg. Schießpulver. Ach, das verstrahlte Knochenmehl wiegt sogar was. BTF. Und hier können wir die Hälfte ablegen. Okay, wir wiegen aber trotzdem noch so viel. Ist das, weil ich so viele Sachen dabei habe? Komm, scheiß auf das Schwert. Brauche ich eh nicht. Wobei, das Schwarzpulvergewehr vielleicht ist das doch eine gute Idee mitzunehmen. Na gut, das wird schon passen. So, super. Abgeworfene Vorräte. Ist da irgendwo ein Spieler in der Nähe? Nein. Ich könnte der erste Spieler sein. Ist da überhaupt ein Spieler auf der Karte? Ja. Wollte gerade sagen, bin ich vielleicht gesucht? Wenn ich Glück habe, gehören mir die Vorräte ganz alleine. Aber ich muss trotzdem aufpassen. Ich darf nicht gierig werden. Mir bringen die Vorräte nichts, wenn ich getötet werde. Was war das für ein Geräusch? Macht der Ghoul sie gerade alle fertig? Verbrannte Honigbestie. Ach du Scheiße, ja, der hält viel aus. Kämpft ihr mal gegeneinander, ist gar kein Problem.
Ist das dein Kopf? Das tut mir fast schon leid. So, Gleisgewehr. Honig, Kleber, Kram. Ich bin schon wieder überladen. Geil. Süßigkeiten-Sammler. Wahrzeichen von Appalachia, Haus der Künste. Hallo Reisender, hier spricht Dick Shale. Willkommen in Appalachia. Wussten Sie, dass das Herbstfest am letzten Wochenende im Oktober stattfindet? Eine der berühmtesten Touristenattraktionen in Appalachia ist das Haus der Kürbisse. Das Haus der Kürbisse begann im Jahr 1978 mit gerade mal 4 ausgehöhlten Kürbissen zu Halloween. Seitdem ist die Anzahl dieser handgeschnitzten Gewächse auf 300 angestiegen. Erweckt ein Haus mit 300 Kürbissen Aufmerksamkeit? Aber ganz bestimmt. Nehmen Sie Ihre Kleinen mit und bestaunen Sie die Kürbisse. Das Haus haben wir gesehen. Aber wieso ist da ein erwachsener Süßigkeiten-Sammler? Ich wollte hier hinterhin. So, was haben wir denn bekommen? Tatsächlich benutzt dieses Gewehr 50er Schuss. War das nicht das, was wir extrem viel hatten? War da nicht was? Nein, na gut. Wieso habe ich das überhaupt dabei? 5 mm hatten wir ganz viel. Ja. Aber trotzdem, wir werden die Waffe vielleicht irgendwann gebrauchen können. Wer weiß. Wir haben hier, glaube ich, noch eine Waffe drin von der Sorte, ne? Oder habe ich sie jetzt rausgenommen? Da, okay. Ignoriert 50% der Rüstung des Ziels. Das werden wir auf jeden Fall gebrauchen können. Und wir hatten ja bekommen Gleisgewehr. Schaden 128. Ach. Warte. Schaden 85. Ja gut, aber besser als gar nichts. Und die Kaliber 50 wird dann auch wahrscheinlich nicht mehr so viel Schaden machen. Nein. Schade. Gut, dann werde ich den hier auseinanderbauen für ein paar Extras für die Waffe. Die 10 mm lege ich auch erstmal weg. Und jetzt haben wir einen Superhammer mit ordentlich Schaden. Der kann auch erstmal gelagert werden. Ja, da passt schon. Jo. Du kannst weg. Oh cool, ich habe nichts dafür bekommen. So eine Scheiße. Da freut man sich doch besonders als Spieler. Okay. Nächster Stop wird dann hier unten sein. Und dann haben wir die Quest endlich geschafft. Der mysteriöse Tod. Der Ghule. Weiß nicht, was da passiert ist. Würde es aber gerne wissen. Das ist das zweite Mal, dass alle gestorben sind, ne? Hatten wir es nicht schon mal? Dass ich kurz weggeguckt habe und wieder hingeguckt habe und alle waren tot? Seltsame Geschichten. Die haben die Gegend hier immer noch nicht gefixt, ne? Das ist alles immer noch so hell. Was ist das? Was ist das denn? Ist das eine Wurzel, die falsch rumwächst? Sieht aus wie eine Wurzel. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber es ist seltsam. So wie die komplette Gegend hier. Ich glaube, das hier ist die verbuggteste Gegend von allen. Och man, gib mir eine Todeskralle oder irgendwas, was ich töten kann. Ich dachte, das hier wäre so eine heftige Gegend.
Ja, geil. Was hat mir das jetzt gebracht? Boah, nix. Ich habe mein Leben riskiert, um hier raufzukommen. Okay, drunter geht auch nicht. Das sah von Weitem so aus, als könnte man darauf laufen. 14, wie süß. Da lohnt sich ja gar nicht, die anzugreifen. Munitionsverschwendung wäre das. So. Dann machen wir wenigstens den letzten verbrannten Detektor und dann gucken wir, was passiert. Und du? Gib Rose das Holoband. Ach, ich dachte, ich bin mit Rose durch. Ach, die Olle. Okay, gehen wir zurück zu Top of the World. Ich glaube, Rose wird uns noch eine Weile lang begleiten. Und ich muss echt gleich mal gucken, was wir für Quests noch haben. Wenn wir noch alte Quests haben, müssen wir die eigentlich nochmal beseitigen. Weil wenn wir später da langlaufen, dann husten wir einmal und alle kippen um, wie die Gude vorhin. Wieso lande ich hier hinten? So, was haben wir denn hier? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. 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 Schlimmsten Gegner aller Zeiten. Ihr könnt mich mal. Ich ignoriere euch einfach. Ach, die Tür zu! Oh Gott, es geht nicht mehr. Oh, wo bin ich? Oh, ich hasse diese Viecher, ne? Wieso ist die Tür zu? Leute verstümmelt und Sachen in die Luft gejagt habe. Oh, eine tolle Zeit. Oh, für mich? Wie aufmerksam. Mal sehen. Scheint kein Virus zu sein. Ich könnte es scannen auf... Ach, wissen Sie was? Ich könnte ein bisschen Aufregung vertragen. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass dieses Mädel was drauf hat. Wie schon erwähnt, kann ich die Raider nicht neu aufbauen, wenn hier überall Verbrannte rumkriechen. Und es ist ja nicht so, dass ich hier mein Leben riskiere. Ein sehr erfreulicher Aspekt. Sieht aus, als hätten wir eine Abmachung. Ich nehme Ihnen das Verbindungsgerät ab. Abby hat Anweisungen zum Einbau gegeben. Nicht, dass ich sie bräuchte. Also sind Sie erstmal aus dem Schneider. Ihnen bleibt wohl erstmal nur zu Ihrem Bunker zurückzukehren für die nächsten Schritte. Hörst du das, Madigan? Endlich ist die Mission erfüllt. Naja, okay. Rose ist glücklich. Wir verziehen uns. Und dann würde ich sagen... Oh, Hundefutter. Oh, Splittergranate. Wir gehen als nächstes zu Rose Bunker. Wir haben übrigens für den Abschluss dieser Mission 10 Kronkorken erhalten und haben jetzt 56 Kronkorken ausgegeben. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Definitiv. Aber gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen in Abbys Bunker wieder. Und, ups, war ich nicht. Kein Gegner hier. Das hier wollte ich ja nicht machen. Und dann schauen wir mal. Ah doch, ich muss hier rein. Hey. Ist das Abbys Bunker? Lass mich raten, ich habe Holoband weggelegt und deswegen
rumzeigt. Ah, ich weiß auch nicht. Wir werden sehen, was morgen abgeht. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Haut rein, euer Zero. Tschüss.